Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute zum allerersten Mal im Körperland der Panne und testen somit auch Dry Chelfiness. Ich bin so gehypt und ich freue mich mega auf diesen wundervollen Tag heute. Das ist noch geschlossen. Ich hoffe, dass es noch ist, weil ich wäre traurig, wenn es nicht fahren würde. Echt. Darum geht es erst zu K3, K3, ich weiß, keine Ahnung. Irgendwie für eine Achterbahn im Rollstuhlstil. Ist eine Achterbahn. Sehr lustig, auch wirklich in der ersten Reihe waren. Ja, ich war daran nicht schuld. Und jetzt anstellen wir auch blöd. Wir fangen jetzt den Power Coaster. Ich vermute, das ist ein Power Coaster, der hinter uns gerade so schön gefahren ist. Und schauen wir mal, was der so kann. Vor uns sehen wir auch schon Heidi the Ride. Es gibt sehr viele Achterbahnen. Der Park ist wieder fantastisch thematisiert. Überall passt wirklich diese Musik, passt wirklich zum ganzen Gelände. Es ist alles thematisiert. Sogar die Wasserbahn, Dino Splash. Okay, Drachen sind neben Dinos, passt sich unbedingt perfekt. Und direkt daneben ist Heidi the Ride. Das ist ein bisschen. Man kommt schnell von A nach B, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall haben wir zwei Bahnen, gehen jetzt zu Heidi the Ride, Holzachterbahn. Von der erwarte ich jetzt nicht ganz so viel, die ist nicht so hoch, die ist halt von Holzachterbahn. Ich erwarte nicht viel. Ja.
Von Heidi habe ich mir eigentlich nicht so viel erhofft, auch nicht viel erwartet. Ich meine, sie ist jetzt nicht unbedingt hoch. Ich liebe Troy, also was kann Troy schon übertrumpfen? Auch generell vom Park habe ich mir nichts vorher angeschaut. Also ich habe noch nie was von dem Park gesehen, auch von Virtual Happiness. Das war mein erster Blick vorhin. Ich habe noch nie etwas von gesehen. Und mich überrascht alles. Allein Heidi, wie nice ist bitte diese Achterbahn? Was hat man denn für coole Airtime-Momente da drauf? Das ist unfassbar. Ich bin erstaunt. Ich sollte mir öfter keine Videos vorher anschauen, bevor ich irgendwo hinfahre. Ich weiß, wir sehen jetzt ziemlich weitwinklig alles aus. Ich filme nämlich jetzt mal mit dem Max Lens Mod, denn meine Linse ist gerade ein bisschen abgeschmiert, wurde die sind halt komplett beschlagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, es geht wieder weg. Sollte eigentlich wohl nicht mehr gesagt. Und jetzt gehen wir nochmal zu einer anderen Achterbahn, auch zur Kinderbahn, weil The World of Happiness fährt noch nicht und Animus Beispiel auch noch nicht. Ich hoffe, die fahren gleich noch. Jedenfalls ist die Sonne rausgekommen, es regnet nicht mehr, es ist wunderschönes Wetter. Angenehm warm, also kalt ist es auch nicht mehr. Es würde alles heute passen, es wäre der perfekte Tag. Es ist alles perfekt eigentlich heute, oder? Heute alles perfekt? Ja, bis auf die Achterbahn. Achterbahnen. Die noch nicht fährt. Ja, können wir nach rechts gehen. Gut. I asked per email before I come here for doing it, and that's what no problem with that. This one is allowed. This was I have per email and ich habe extra vorher per E-Mail gefragt, ob das damit in Ordnung ist, und es war in Ordnung. I told the guards that they can bring you outside. I told the guards that they can bring you outside. Ha ha ha!
Fahrt hinter mir oder hinter uns. Ihr habt, glaube ich, gerade gesehen, es gab einige Probleme. Ich habe aber versprochen, ich nehme meine erste Meinung auf zu der Bahn. Und das mache ich jetzt auch. Danach erzähle ich, was passiert ist. Okay. Okay, die Bahn ist krass. Das, was sich im Launch freischwingend bewegt, das ist der Hammer. Das direkt das erste Element ist mega. Wie man aus dem Sitz gerissen wird, wie man sich am Drehen ist. Über den See hin und zurück. Und also echt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Am Ende noch die Camelbacks waren raus, ich habe keine Ahnung. Einfach krass, es ist eine extrem geile Bahn, allein die Magbügel sind halt. Und ein recht intensiver Maglaunch hat man sonst auch nicht so von Magwalz. Wie hoch die ist, wie was, ich komme nicht drüber hinweg, also es ist echt eine fantastische Bahn. Der zweite Launch. Das zweite Launch ist mega. Da fährt sie zum Beispiel gerade. Ganz ehrlich, die Bahn ist der Hammer. Es hat sich sowas von gelohnt, da anzustehen, die 2 Stunden im Regen. Es ist, ich finde die Worte, es ist eine hammerkrasse Bahn. Ich werde wahrscheinlich nachher oder später mal so sagen, was dann für mich noch vorkommt, dass man eine Top 1 ist. Ich weiß es nicht. Longs drin, nicht erschrecken, okay? Ich hab Mama gewunken. Ja, nee, riesen Longs drin. Ja, du bleibst nicht stehen, nicht erschrecken. Ja, der ist doch hier. Ja. Und jetzt ab geht's! Der Park der unerkannten Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Ihr wisst, was ich nicht meine. Ah, du musst es auch ziemlich gut gewesen. Ich weiß nicht, was den Park ausmacht, dass es alles irgendwie besser ist als erwartet. Es gibt noch einen Tivoli Large Coaster, wie ich gerade sehe. Den haben wir jetzt noch, haben wir Full Count heute. Und dann, ich weiß nicht, also der Park kann mich noch überraschen, vor allem Preise. Wenn ihr ein T-Shirt haben wollt von The Right to Happiness, zahlt ihr 75 Euro, Pulli 75 Euro, ein T-Shirt 35 Euro. Kann man ja auch machen. Ist ja nicht viel. Bei allem kann ich evakuiert werden, habe ich kein Problem mit. Aber das Ding ist, Höhenangst macht es möglich, ich würde einen Anfall bekommen. Ich habe gerade in diesem wunderschönen Schloss
einen Milchshake getrunken, einen Pink Princess Freak Shake, also passt ja zu mir wie die Faust aufs Auge, mit echten Erdbeeren und Sahne, frisch gemachte Sahne. Hat extrem lecker geschmeckt, aber für 9,90 Euro, 9,90 Euro glaube ich, war es jetzt nicht ein bisschen teuer. Muss man überhaben, das Geld tatsächlich. Geht los? Ja. Seid ihr bereit? Dann geht es jetzt los! Unsere Plotzer-Lieblingsattraktion wieder gefunden im Mayerland. Leider ist da keine Achterbahn im Mayerland. Im Holiday Park steht ja. Okay, wo ist es? Steht jetzt aber Lukas Achterbahn, das kann ich jetzt hier nicht. Hier ist auch das Wikiland. Es ist wieder wunderschön geworden. Es regnet, nicht mehr Sonne ist raus. Ich habe ein Hoodie bekommen. Hab hier auch so wenige davon. Es ist wirklich ein verdammt schöner Park. Ich würde total gerne mal hinfahren, wenn es extrem warm ist, weil man sich hier überall abkühlen kann auch. Leider ist es ein bisschen kälter. Deswegen ist es gut. Wir haben April und es lag Schnee gestern. Was möchte man mehr? Einzige, den ich kenne. Wir sind gerade gefahren. Oh, da ist wieder meine. Wir haben alle voll die geile Nase. Wir gehen jetzt raus aus dem Park zu The Ride of Happiness. Diese Bahn ist krass, macht super Spaß. Wenn ich näher dran wohnen würde, wäre ich hier sehr häufig, aber er kann uns reden. Deutsch, Wörter. Geht leider nicht. Zu diesem Vorfall wollte ich mich ja nochmal äußern, was da passiert ist. Ich wurde eigentlich auf Holländisch zur Sau gemacht. Alle drumherum haben gelacht und in die Hände geklatscht. Warum? Weil ich eine Anfrage gestellt habe für ein Video, erlaubt bekommen habe und das halt nicht machen durfte. Und alle drumherum gestanden haben und gelacht haben. Super für jemanden, der nicht so wirklich ein Selbstbewusstsein hat. Und was noch besser ist, ist, wenn du auf Niederländisch drunter gemacht wirst, du kein Wort verstehst und dann sagst, I don't speak your language. Und dann du hörst Stupid Girl. Also das finde ich auch sehr toll. Dann, ich bin raus, also nach der Fahrt. Deprimierend, traurig, gekränkt, sauer, wütend. Und dann sind wir zur Info gegangen, weil ich will mich nicht von den Mitarbeitern runtermachen lassen, nur weil einer Meinung ist, mich so zu wandeln. Dann kam der Parkmanager. Der Parkmanager hat sich entschuldigt und wir durften nochmal in der ersten Reihe fahren, ohne anzustellen. Also sind wir zweimal heute gefahren, für insgesamt nicht anstehen. Waren in dem ersten Zug des Tages heute drin, weil die hatten eine Störung, also wetterbedingte Störung. Konnte es aufmachen, circa um 1. Waren im ersten Zugtag drin und halt nochmal in der ersten Reihe.
in der Sonne. Das hat sich gelohnt. Soviel zu dem Thema. Und ja, man kann mich sehr leicht provozieren. Ich lasse mich nicht mehr provozieren, weil ich daraus gelernt habe. Trotzdem kann man es. Innerlich zumindest. Jedenfalls, Anubis the Ride ist auch eine richtig krasse Bahn. Die, boah, die ist wirklich... Das sieht man ja nicht an. Man denkt, das ist so eine Bahn, die Hurrikane Melanz ist. Aber das ist sie absolut nicht. Die macht unfassbar viel Spaß. Genau wie Heidi the Ride. Die sieht so klein und mickrig aus, ist sie aber nicht. Die macht so Spaß. Die hat so viele Airtime-Momente, so viele schöne Kurven. Es gibt krassere Fahrgeschäfte in dem Park, als ich gedacht habe. Dann hört es auch schon wieder auf. Ist halt sehr Plopsa-lastig. Es ist ein Plopsa-Park. Wenn ihr dieses Artwork-Thema nicht mögt, sage ich mal, wie auch vom Holiday Park, dann kann ich euch hier nicht viel anbieten. Ich mag den Park, ich finde ihn toll. War unser erster Besuch, der erste Park, wo ich mich nicht freuen lassen habe. Oma, wie fandest du den Park heute? Super. Generell thematisch auch okay oder ist das zu kindisch? Nein, ich finde das okay. Mir hat das sehr gut gefallen hier. Wie fandest du den Themenfahrt denn eben? Hektisch. Hektisch, ne? Wir sind noch eben mit Themen. Laut. Ja, eben eine Themenfahrt gefahren. Wenn ihr Drumflucht kennt, dann steht das vor mit Booten. Und ganz viel laut drumherum und hektisch und bim bim und ein bisschen too much. Sagen wir too much. Genau. Aber ansonsten hatten wir einen sehr schönen Tag hier. Sind jetzt 7 Stunden hier gewesen. Hat sich gelohnt. 2 Tage, 2 neue Parks und einen Schwimmbad. Das Hotel ist bestimmt auch sehr toll. Das testen wir aber nicht, das ist so teuer alles. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir wieder in irgendeinem Park sind. Bis dann. Ich kann ja mal Tschüss sagen, ne? Au revoir. Genau.